Und da habe ich einfach euch ja mal kurz den Grill zeigen wollen. Das Problem war aber, da waren gerade welche am Grillen, die haben gerade angefangen. Der Grill, der war noch total kühl, deswegen habe ich das nicht gemerkt. Und deswegen lag dann mal eben von denen die Hähnchenkeule oder die Keulen da drunter. Haben auch im Nachhinein, glaube ich, ein bisschen blöde geguckt. Jetzt bin ich in der Messe, nee, in der Zwischenetage, so heißt das hier, und hier ist die Küche zum Beispiel. So, und zwar gibt es hier Spüle und Co., Besteck und ein Gaskochfeld. Ist leider ein bisschen wenig, wenn hier viele Leute wären. Dazu noch Backofen, hier unten sind dann so Besteck, Geschirrsachen und ähnliches. Und hier das gleiche nochmal. Könnte ein bisschen zahlreicher vorhanden sein teilweise, weil ein Topf, eine Pfanne, finde ich ein bisschen wenig. Aber sonst ist der Raum hier unten ganz geil, weil hier gibt es zum Beispiel jetzt hier ein Pooltable, also ein Billardtisch. Ist richtig super, dann gibt es hier endlos viele Sitzgelegenheiten. Draußen kann man auch noch sitzen, hier in so einem Hof. Und hier vorne geht es weiter mit der Bespaßung, wenn man mal Langeweile hat oder das Wetter schlecht ist. Kann man hier sogar Tischtennis spielen. Das ist richtig geil. Jo, ansonsten ganz viele, viele weitere Sitzgelegenheiten. Hier ist nur komischerweise nie was los. Wir wissen nicht, ob hier gerade so Semesterferien sind oder ähnliches. Auf jeden Fall Platz echt für ohne Ende viele Menschen. Und ein riesengroßer Fernseher an der Wand. Haben wir letztens schon mal gedacht, ob wir mal unser MacBook anschließen und mal Videos von uns da drauf gucken oder von anderen YouTubern. Ja, und hier ist noch so eine Wand. Mit ganz vielen Fotos drumherum. Riesengroßer Raum, wie man sieht. Das ist echt cool. Und wie gesagt, man ist meistens allein hier. Frau guckt sich gerade noch ein bisschen den Innenhof an. Ist auch wirklich total ruhig hier. Kaum Menschen da. Ist wirklich schön. Ja, hier unten gibt es auch noch Toiletten. Ganz gut, muss man nicht mal aufs Zimmer rennen. Und einmal einen Automaten, zwar jetzt nicht gerade mit den gesunden Sachen hier drin, aber auch oben so Instant-Nudeln und ein paar Getränke und ähnliches, ist halt nicht gerade günstig, aber besser als nichts, wenn man hier alles geschlossen hat. Jo, und alle Stockwerke sind verbunden durch einen Aufzug. Ja, und so kommt man hier auch gut und leicht hin und her. Hier vorne ist der Gang halt, wo wir wohnen. Und hier gibt es dann noch eine Küche, so eine kleine auf unserem Level. Wir sind jetzt auf dem vierten Stock. Auch mit ein paar Sitzmöglichkeiten. Und ja, auch Kühlschrank drin. Ich glaube, den habe ich unten gar nicht gezeigt. Da kann man halt all sein Zeugs reinstellen. Am besten mit einem Aufkleber markieren. Haben wir jetzt auch gemacht. Bei uns ist hier unten die Tüte. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Und sonst gibt es hier aber nichts zum Kochen, sondern nur eine Mikrowelle, einen Teekocher, Geschirr und sowas. Und draußen kann man auch noch sitzen. Und dann hat man die Aussicht hier auf den Rennpferdplatz oder Rennplatz oder ja, auf der Racecourse halt. Hier sind wir jetzt auf der sechsten Etage. Einmal so einen kleinen Überblick über das Ganze hier. Ist echt ziemlich groß mit einem schönen kleinen Park in der Mitte und überall Parkanlage ringsrum. Die ganzen Uni. Ups, das ist jetzt unscharf. Sind die ganzen Uni-Gebäude so verbunden. Und hier oben auf dem sechsten Stock, da geht's raus. Hallo Frau. Frau schläft, die muss man nicht über so einen Schalter die Tür öffnen. Genau. Hallo. Ja. So, auf dem obersten Stock, da gibt's halt hier auch noch so Sitzgelegenheiten. Das ist ganz schön. Und da hinten kann man in der Ecke dann auch noch ist eine kleine Wiese sich drauflegen. Oder hier vorne zum Beispiel, da gibt es dann zur normalen Benutzung für jeden auch noch einen Grill und so einen Barbecue-Grill. Ist aber leider ein bisschen versifft. Nicht so ganz so toll. Aber ansonsten ganz cool eigentlich.
Ja, hier vorne ist dann so der Eingangsbereich. Abends, da muss man hier links so einen grünen Knopf an der Tür drücken, damit man rauskommt. Und wenn man tagsüber, abends auch wieder rein will und da sitzt keiner in der Rezeption, dann muss man dort auch die Karte wieder an die Tür halten und dann geht die auf. So, ich hoffe jetzt mal, dass es nicht zu windig gerade. Wenn man jetzt die Straße hinter uns hochgeht, vor dem Gebäude, boah, es ist sonnig, dann ist da oben eine Bushaltestelle auch. Und wenn man die Straße jetzt runter geht, dann kommt da auch wieder einer am Gate 2. Und wir sind halt gerade am, na, kann man es hier sehen, genau, am Gate 5. Das Ganze heißt dann Hotel Space eigentlich. Und das hier ist das Racecourse Space, wo wir sind. Das ist halt an der Fig Tree Hall. An der High Street und an Gate Number 2, wenn man mit dem Bus hier hin will, ist ziemlich einfach eigentlich zu erreichen und relativ gut gelegen auch. Das ganze Gelände hier, das ist von der University of Sydney, also eigentlich wohnen wir in so einem, ja, Campus, kann man sagen, und in so einem Studentenwohnheim. Die sind halt umfunktioniert oder zumindest so lange, wie scheinbar keine Studenten da sind. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann werden die vermietet halt oder einfach wie ein Hotel ausgegeben. Ja, da sind wir jetzt und das ist halt ein echt langes Areal hier. Wir gehen jetzt bestimmt schon 5 Minuten, sind jetzt noch nicht mal in Gate 2, weil da wollen wir hin und da zeigen wir euch mal, was es da gibt. Nämlich einen Supermarkt, glaube ich. Ja, und Geldautomaten und ähnliches. Ein Fitnessstudio gibt es sogar hier und ein Schwimmbad gibt es, glaube ich, auch hier. Kostet halt alles Aufpreis dann, aber beziehungsweise wenn man es benutzen will. Aber es ist halt schön, dass alles da ist. Und der komplette Campus, ein riesen Areal, das ist komplett rauchfrei. Das ist für uns natürlich gut. Muss man sich nicht mit den Rauchern rumschlagen, ist und ganz schön. Und alkoholfrei. Und alkoholfrei, ja. Ja, hier vorne ist dann Gate 2. Und hier sieht man schon ganz rot den Supermarkt. IGA heißt der. Da gehen wir jetzt gleich auch kurz rein. Und ja, direkt hinterm Supermarkt rechts, wenn man dazwischen ist, hier vorne, wo ich jetzt mittig drauf zeige, da sind auch die Geldautomaten. Und eigentlich alles gut erreichbar hier. Vorne rechts um die Ecke, da wo gerade der Typ links hergeht, rechts. Da gibt es noch ein Café und eine Pizzeria und sowas. Hier vorne ist auch eigentlich so ein Open-Air-Café. Und ja. Und das Hähnchen war eben nicht von uns. Genau. Ich habe ja den Rooftop, also bei uns die Unterbringung oben, auch gefilmt. Und da habe ich einfach euch ja mal kurz den Grill zeigen wollen. Das Problem war aber, da waren gerade welche am Grillen, die haben gerade angefangen. Der Grill, der war noch total kühl, deswegen habe ich das nicht gemerkt. Und deswegen lag dann mal eben von denen die Hähnchenkeule oder die Keulen da drunter. Haben auch im Nachhinein, glaube ich, ein bisschen blöde geguckt. Jetzt geht's ab in den Supermarkt. Wir holen uns gerade hier so ein paar orientalische Nudeln. Die sind vegan und Jessie hat gerade hier Over the Moo entdeckt. Veganes Kokosnuss-Ice-Cream. Also 6 Euro. Ja, 10 Dollar ist ein bisschen viel. Aber die haben allgemein viele vegane Sachen hier. Das ist schon ganz cool. Na gut, hier gerade nicht, aber auch so Tofu-Sachen und ähnliches. Ganz schön. Hier vorne vor dem Supermarkt, da gibt es dann auch noch so Kaffee und ähnliches. Hier vorne sind dann die Geldautomaten. Und wir gehen jetzt zurück durch so einen schönen kleinen Park. Ja, jetzt gehen wir gerade durch University of Sydney Village, so heißt das Ganze. Hier sind ganz viele Häuser und Wohnheime. Und das Coole ist aber auch dazwischen, dass hier so Grünflächen sind. Was ist das, ein mieses Licht hier? Naja, auf jeden Fall, hier sind so Grünflächen, da kann man sich hinlegen, hinsetzen und zwischendrin kann man dann auch grillen noch. Das zeige ich jetzt gleich nochmal. So, und hier ist dann die Möglichkeit, wo man so ein Barbecue machen kann. Sowas gibt es auch ganz oft in Sydney. Ist auch zum Glück hier mal echt ganz sauber. Ja, einfach vorne den Schalter umlegen, dann hier den Startknopf drücken, dann erhitzt sich das Ganze und dann kann man hier schon grillen. Das ist wirklich ganz geil. Gesäubert wird das später alles, also beziehungsweise das Öl fließt ab und man macht es dann noch hinter selber sauber, aber gewartet und so. Wird alles automatisch, ne Frau? Es ist schon ganz schön hier auf jeden Fall. Hier vorne, da ist nochmal so ein kleines Café, White House nennt sich das. Und mittendrin wachsen riesengroße Bäume. Ja, das ist eine ganz schöne Anlage auf jeden Fall. Und dann gibt es auf unserem Stock noch einen Raum hier für Müll. Ist ganz gut, wenn er mal zu voll ist. Und was ganz praktisch ist, hier gibt es auch einen Wäscheraum. Zeige ich euch einmal. So.
Hier gibt es dann auch das Waschmittel umsonst. Das ist ganz schön. Und hier sind dann zwei Waschmaschinen und zwei Trockner. Und je Lauf oder Waschgang kostet das dann 2 Dollar. Ist echt voll okay, weil wir haben bis jetzt in den Wäschereien 4,50 Dollar bezahlt. Hier in Sydney. Das spart dann doch schon ungemein Geld. Und wie man auch sieht, die Teile sind echt richtig groß. Da ist super praktisch. Ein bisschen unpraktisch bei uns war jetzt direkt gegenüber ist unser Zimmer. Und die Tür hier, die knallt immer ziemlich laut. Deswegen schepperte das nachts manchmal. So, hier geht's dann rein. Dann direkt am Anfang hier gibt es ein riesengroßes Schranksystem. Das ist echt super praktisch, weil das ist echt verdammt groß und hoch. Das wird wahrscheinlich jede Frau lieben. Naja, hier sind jetzt ein bisschen lieblos unsere Backpacks und Rucksäcke und Jacken drin. Aber jetzt eh viel zu viel Platz für alles. Ja, dann rechts rum geht es hier direkt ins Badezimmer. Das ist eigentlich wirklich schön, kann man nicht meckern. Hat auch eine moderne Dusche. Danke Frau. Frau macht mir gerade das Licht aus. Ne, ist wirklich alles ganz schön gemacht. Ist ein bisschen winzig, muss man schon sagen. Aber so genommen für eine Person auf jeden Fall genug Platz. Zu zweit wird es ein bisschen eng hier drin. Ja, hier ist dann das Bett. Das ist auf jeden Fall groß und man muss sagen, eine echt gute Matratze. Frau macht schon mal das Licht aus hier. Sieht man besser, oder nicht? Und ja, hier haben wir halt unsere Schuhe stehen, Schreibtisch ist drin. Hier haben wir unser ganzes Essen gelagert, wobei gerade gar nicht mehr so viel übrig ist. Aber auf jeden Fall genug Abstellmöglichkeiten für wirklich alles. Das ist schon ganz gut. Und ja, wie gesagt, Bett ist gut. Oben an der Decke, mal schnell hoch, ist ein Ventilator. Hier gibt es keine Klimaanlage, braucht man aber auch bis jetzt nicht. Ist super ausreichend. Noch ein zweiter Stuhl und dann haben wir sogar hier einen kleinen Balkon. Das ist auch gut. Aussicht ist jetzt nicht wunderbar, aber es ist zum Glück auch nicht wirklich laut hier, obwohl die Straße in der Nähe ist. Und ja. Ja, genau. Ja, wie Jessie gerade sagt, das Internet ist hier rasend schnell. Also, wir waren ja auch schon im Gleep Space, das ist ja hier vom Hotel Space eine andere Unterkunft. Da muss man auch sagen, das war wirklich auch toll, da war die Küche und alles noch ein bisschen größer und schöner. Aber hier auf jeden Fall ist das Internet mega schnell. Also wir haben Videos, die sonst auf unserer Weltreise teils über 2 oder 4 Stunden gebraucht haben, wenn es denn mal gut lief, das Internet. Die haben wir hier in 7 Minuten hochgeladen oder manchmal eins war sogar mal in 3 Minuten hochgeladen. Das ist so schnell, das Internet hat man noch nie, selbst in Kuala Lumpur nicht, wo es raketenmäßig war. Also für alle Blogger, YouTuber und digitale Nomaden eine super gute Unterkunft. Gekostet hat uns das Zimmer jetzt... Ja, wir haben ja mehrmals verlängert zwischen, ich glaube, 42 und 54 Euro. Wenn man direkt hier vor Ort bucht, unten, kostet das, glaube ich, 70 Dollar. Also um die 50 Euro, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und im Internet kann man also mal ein Schnäppchen machen und für ein Doppelzimmer auch weniger bezahlen. Und ja, morgen haben wir das Glück, wir ziehen morgen um. Das seht ihr dann auch noch in diesem Video, weil wir haben ein Upgrade bekommen. Ich habe einfach mal angefragt, wir machen ja immer diese Roomtour-Videos und ich habe gedacht, warum soll ich da nicht mal anfragen? Und ob man nicht ein kostenloses Zimmer-Upgrade bekommt, wenn man das Video macht. Ja, hat sogar geklappt. Ist ziemlich cool. Jetzt haben wir morgen ein Apartment. Eigentlich hätten wir es nicht gebraucht, aber das Schöne daran ist, wir haben eine eigene Küche. Das ist halt richtig, richtig cool. Und wir müssen nicht immer rumrennen zum Essen machen. Deswegen haben wir da auch angefragt. Und ja, da nehmen wir euch morgen mit hin. Ansonsten fällt mir zu dem Zimmer jetzt nichts ein, außer dass es wirklich gut ist. Eigentlich günstig für Sydney. Man kommt fußläufig auch so zu Coles und Woolworths, all die sind ein bisschen weiter weg. Ja, Bushaltestellen sind direkt vor der Tür, das ist mega. Und ja, wenn man jetzt mal eine halbe Stunde läuft oder so, oder wie lange war das wohl, dann ist man auch in Coogee am Strand unten. Und von da aus kann man zum Beispiel nach Bondi laufen, den Beachwalk machen, wo wir das letzte Video auch, oder kürzlich das Video zugemacht haben. Ja, in die Stadt fährt man auch eine Viertelstunde ungefähr mit dem Bus. Kostet 2,50 Dollar, wenn ich mich nicht irre. Und ja, passt auf jeden Fall. Morgen nehmen wir euch mit, zeigen euch noch das Apartment. Dann geht die Roomtour weiter. Bis morgen. So, weiter geht's heute mit dem nächsten Teil von der Roomtour, beziehungsweise einfach der Fortsetzung. Wir sind jetzt in einem Apartment angekommen. Und ja, das zeige ich euch mal kurz. Hier vorne geht's am Eingang rein. Ganz simpel, schlicht.
und normal. Dann geht es direkt ins Schlafzimmer. Hier ist dann auch so dasselbe Bett drin wie in der anderen Unterkunft. Dazu ein Schreibtisch, ein Nachttischschränkchen. Dann hier halt die Unterbringungsmöglichkeiten für Wäsche und ähnliches. Ja, von dem Raum gibt es dann ab in den Flur. Von da aus dann ins Badezimmer weiter. Ist auch wirklich ganz schön gemacht. Auch wieder alles recht modern. Ist eigentlich genauso wie das andere. Ein bisschen größer, nur alles ziemlich dunkel gehalten, wie man sieht. Aber trotzdem eigentlich wirklich schön. Hinten ist die Frau gerade schon am Einkäufe auspacken, weil nachdem wir hier reingekommen sind, waren wir gerade direkt einkaufen. Ja, hier ist dann nochmal ein Schlafzimmer. Auch wieder mit so Schrank- und Abstellmöglichkeiten ohne Ende. Und sogar mit zwei einzelnen Betten. Also kann hier auch zum Beispiel perfekt eine Familie schlafen mit ihren Kindern. In jedem Raum gibt es oben einen Ventilator an der Decke, keine Klimaanlage. Aber auch hier scheint es nicht so heiß zu werden. Das ist ganz nett. Ja, dann gibt es hier vorne nochmal einen Schreibtisch mit Schreibtischstuhl. Dann, das ist das Coolste, warum wir uns auch über den Wechsel so extrem gefreut haben. Eine eigene Küche. Wir müssen nicht mehr in den Aufenthaltsraum gehen, wo echt viele Sachen manchmal gefehlt haben oder alles siffig hinterlassen wurde, weil die Leute zu faul waren zum Spülen. Mit Mikrowelle und einem Ceran-Kochfeld, einer Spüle und ach ja, ohne Ende Töpfe und alles, was das Herz begehrt, das ist richtig genial. Gut, eigentlich wirklich ist es ein Fehler von uns, muss man schon sagen, weil wir fahren jetzt bald ja länger mit dem Auto durch die Gegend. Und ja, jetzt hat man das alles nochmal vorne, dann wird man das auch vorher, dann wird man das nochmal umso mehr vermissen. Aber so ist es nun mal. Dafür kann man jetzt nochmal, 7 Tage sind wir jetzt glaube ich hier drin, 6 oder 7. Da können wir uns nochmal richtig lecker essen, kochen, was im Moment echt gefehlt hat, muss man schon sagen. Ja, ansonsten oben halt auch nochmal Teller drin und ähnliches und ja, schöne Dunstabzugshaube mit dabei, dass nicht der ganze Raum riecht. Einen riesengroßen Kühlschrank, sogar mit Gefrierfach und das ist echt richtig cool. Ja, hier so Sitzgelegenheiten, ein Fernseher, gut, den werden wir wohl nicht brauchen. Ja, hier stehen noch unsere Backpacks und Rucksäcke auf einer eigenen Couch. Und dann hat man hier vorne noch die Möglichkeit, sich nach draußen zu setzen. Sogar auch alles mit Moskitonetzen zu. Das ist ganz cool. Es war jetzt nicht die schönste Aussicht, aber vorher auch nicht. Ja, das Ganze ist direkt eigentlich nebenan vom Fitnessstudio hier, wie gesagt. Das kann man auch nutzen gegen Gebühr und das Schwimmbad. Und ja, so ist das. Und ja, gut fanden wir die Zimmer, vor allem weil sie echt günstig sind. Wir haben jetzt zum Beispiel im Doppelzimmer 50 Dollar bezahlt ungefähr. Einmal oder zweimal, wo wir verlängert haben, hatten wir es auch günstiger gehabt sogar, um die 42 glaube ich. Und das ist dann halt für 2 Personen, das ist schon echt nicht verkehrt, weil in Sydney ist es so, wenn man sich jetzt zum Beispiel auf den Hostelseiten umschaut und die Preise sind dann meistens dann für eine Person nur angegeben, dann denkt man oft, ja gut, Einzelzimmer sind ja okay, 30 Dollar, aber dann ist das halt wie gesagt der Preis für eine Person. Und dann bei uns für 2 Personen kostet dann ein Zimmer um eben 60, 70 und 80 Dollar. Und das im Hostel, wo man dann nicht so die Privatsphäre hat, teilweise sogar noch das Bad teilen muss und ähnliches. Ja, da ist das auf jeden Fall echt cool hier und wir haben das wirklich genossen, eigentlich die Ruhe wieder zu haben, das Selbstbestimmte, um nicht in Hostel gehen zu müssen. Weil Sydney ist echt teuer und da war ich gedacht, dass wir wohl auf dem Hostel ausweichen müssen. Ja, soweit zu dem. Hast du noch was zu sagen, junge Dame? Nee. Nee? Wo bist du? Nee? Gut. Nee. Dann war das die Roomtour zum Racecourse Space in Sydney. Lage, wie gesagt, ist auch ganz cool. Kann man sich auf der Karte wenn anschauen und von uns Daumen hoch, Empfehlung und dann bis zum nächsten Video. Ciao!